Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks, zu einem Video, wo ich das Thema zu den geplanten Buffs und mal geplanten Nerfs zu den zu einigen Medium-Reihen thematisieren möchte. Ich habe ja letzte Woche ein Video gebracht, das war glaube ich am Freitag, wo ich ein Replay von dem 430U gezeigt habe. Und in diesem Video darauf eingegangen bin, dass nicht nur die Reihe vom AMX-30B, Leopard 1 und STB-1 angefasst wird, also vor allem die 10er halt, sondern dass auch Wargaming plant, das Objekt 430, also den 9er, und das Objekt 430U zu nerfen. Was in meinen Augen ziemlich vernünftig ist, denn in meinen Augen sind diese beiden Medium-Panzer entsprechend ihrer Klassifizierung, sage ich mal, extrem stark. Ja, also viele von euch kennen das Problem bestimmt mit den Panzern. Das müssen wir jetzt noch nicht mal so nochmal thematisieren. Und an diesem Freitag, also letzte Woche, mein Video kam irgendwann mittags raus, oder war es Donnerstag, ist auch egal. Auf jeden Fall ziemlich kurz danach erschien auf der russischen World of Tanks Seite ein relativ kleiner, kurzer Artikel. Der hat nicht mehr als 7 Zeilen oder so. Wo erklärt wird, dass Wargaming mit den geplanten Buffs von AMX-30B, Leopard 1, STB-1 nicht so zufrieden ist und sie weitere Tests benötigen und in einer weiteren Supertest Reihe sich diese Fahrzeuge nochmal anschauen und da weiter testen, und wenn es da mehr Informationen gibt, was genau sie testen oder ändern wollen, dann werden sie darüber nochmal informieren. Soweit, so gut. Das Problem dabei ist aber, dass der Artikel damit noch nicht zu Ende war, denn Wargaming, das ist der allerletzte Satz, hat in diesem Artikel geschrieben, das ist jetzt die Google-Übersetzer von der russischen Seite: Gemäß den Ergebnissen der Leistungstests bleiben Objekt 430 und Objekt 430U die gleichen wie auf dem Hauptzug. Veränderungen werden verworfen. Also im Klartext, die geplanten Nerfs vom 430 und 430U sind in die Tonne getreten. In den Papierkorb gewandert, in die Rundablage, wie man so schön sagt. Und das im Prinzip nur wenige Tage, nachdem überhaupt diese Nerfs bzw. die Buffs für die anderen 10er angekündigt wurden. Ich frage mich hier wirklich sehr extrem, was da bei Wargaming wieder falsch gelaufen ist, denn das sollten wir uns mal vor Augen führen. Wenn Wargaming mit solchen Informationen auf den offiziellen Seiten an die Spielerschaft herantritt und sagt, hey, wir planen Änderungen, wie auch immer die aussehen, da ist die grundsätzliche Entscheidung, dass diese Änderungen stattfinden sollen, im Grunde schon längst gefallen. Da geht es im Grunde nur noch darum, vielleicht auf dem Supertest zu testen, wie extrem die Änderungen vielleicht ausfallen könnten. Erfahrungsgemäß war es in den letzten Jahren eigentlich immer so, dass wenn Änderungen angekündigt wurden, die auf dem Supertest sind, dass die meistens, ich sag extra meistens, fast 1:1 übernommen worden sind. Daran sieht man, dass im Grunde, wenn Wargaming mit diesen Informationen an die Öffentlichkeit tritt, der Entscheidungsprozess zu diesem Zeitpunkt schon so weit fortgeschritten ist, dass im Grunde da es nur noch um den, mehr oder weniger um den reinen Informationsgehalt geht, dass die Spieler informiert werden. Und wenn dann Wargaming in so kurzen Tagen quasi bei den Nerfs von dem 430 und 430U wieder zurückrudert, ist in meinen Augen irgendwas Komisches passiert. Und ich will mir jetzt hier nicht den Aluhut aufsetzen und darüber spekulieren. Ich weiß, dass viele von euch wissen, dass da in der russischen Community großer Ansturm war. Ob das jetzt der Hauptgrund für Wargaming war, diese Nerfs in der kurzen Zeit wieder zurückzunehmen, weiß ich nicht. Möchte ich jetzt auch mit weiteren Spekulationen hier nicht anheizen. So, was mich aber an der ganzen Sache so extrem aufregt, einerseits, dass die Nerfs jetzt zurückgenommen worden sind, ist die Art der Kommunikation. Denn dieser Artikel erschien bis dahin erstmal nur auf der russischen World of Tanks Seite. Ich habe daraufhin auch über das Wochenende versucht, von Wargaming auf dem Discord-Server, wo wir Kontis drauf sind, Informationen zu erhalten, wann denn die europäische Spielerschaft über diese Pläne informiert werden soll. Ich habe keinerlei Antwort bekommen. Und nun habe ich festgestellt, und das finde ich, also das ist eine absolute Frechheit eigentlich. Ich könnte mich darüber jetzt richtig abfacken hier. Tut mir leid, wenn ich das mal so deutlich sagen muss.
diese geplanten, das geplante Zurücknehmen oder die Änderungen nochmal am AMX-30B, Leopard 1 und STB-1 wurden auf der russischen World of Tanks Seite in einem expliziten neuen Artikel geschrieben. Der ist relativ klein, den kann ich euch auch gleich nach der Runde zeigen. Und er war prominent auf der Startseite von der russischen World of Tanks Seite zu sehen. Was macht World of Tanks oder Wargaming EU? Nun, sie machen dazu keinen extra Artikel, sondern sie nehmen den Artikel, der am 23.04. auf der Seite erschienen ist, der also mittlerweile heute am 1. Mai, wo ich das Video aufnehme, schon deutlich nach unten gerutscht ist, also gar nicht mehr auf der Startseite angezeigt wird, und ergänzen dort eine Notiz, schieben aber den Artikel nicht nochmal nach oben, sodass es alle auch mitkriegen. Nein, sie lassen den Artikel einfach so. Es ist jetzt dort eine Notiz ergänzt worden am 29.04. Das war der Montag, also an dem Wochenende, also Freitag am 26. kam die Info auf der russischen Seite in einem Extra-Artikel. Am 29. wurde still und heimlich im Grunde, ich sag's jetzt mal so polemisch, ja, also versteht mich nicht falsch, es ist Polemik natürlich in gewisser Art und Weise, aber so still und leise wurde der Artikel, der am 23. auf der EU-Seite rauskam, nochmal angepasst. Mit einer Notiz, wo genau die Punkte auch erklärt werden. Also Änderungen Leo, AMX 30, STB-1 sind nicht zufriedenstellend. Da müssen wir noch ein bisschen weiter testen. Und natürlich auch mit der Information, dass das 430 und 430U die Nerfs komplett zurückgenommen worden sind. Wow. Wargaming. Wirklich. Also, man muss fairerweise noch sagen, es gab an dem Freitag im europäischen Forum, ich glaube sogar im deutschsprachigen Teil von Zapfan, die Information in einem Beitrag. Aber jetzt muss man wieder zugegebenerweise sagen, wie viele Spieler schauen denn wirklich ins Forum und lesen dann irgendeinen einzelnen Beitrag in einem Thread, wo Zapfan, der deutsche Community Manager, also einer der beiden, genau diesen russischen Artikel quasi zitiert oder übersetzt und dort reinpostet. Das kriegen höchstwahrscheinlich, wenn es hochkommt, 5% der Spieler überhaupt mit. Weil, also, sorry, aber was soll das? Und passen dann am Montag nach dem Wochenende, ja, wie gesagt, still und leise den Artikel an, der am 23.04. erschienen ist. Also eine Woche danach, wo er im Prinzip auch nicht mehr prominent wirklich auf der Startseite zu sehen ist. In meinen Augen ist das extrem schlechte Kommunikation und es ist ein extrem unfairer Umgang mit der europäischen Spielerschaft. Sie hätten es mindestens verdient, wenn es auch erst extrem spät, also erst ein Wochenende später quasi veröffentlicht wurde, aber sie hätten es mindestens verdient, genauso prominent darüber informiert zu werden in einem Extra-Artikel, wie es die russische Spielerschaft informiert worden ist. Und nicht so, ja, so versteckt und heimlich in einem Artikel, der überhaupt nicht mehr prominent auf der Seite ist und wo auch zugegebenermaßen, wer den Artikel schon gelesen hat, kommt doch keiner auf die Idee, eine Woche später den Artikel nochmal aufzurufen, weil da sich vielleicht ein paar Sachen geändert haben könnte. Wenn doch nicht mal Update an dem Artikel dran steht, guckt doch keiner nochmal in den Artikel rein. Also Wargaming, bitte, was denkt ihr denn und warum, Entschuldigung, warum veralbert ihr denn oder warum geht ihr denn mit den europäischen Spielern so um? Das ist ein Schlag ins Gesicht und ihr braucht euch da halt auch leider nicht zu wundern, wenn dann immer wieder, sei es im Forum, sei es unter Kommentaren, also in Kommentaren unter Videos oder vielleicht auch in Facebook-Gruppen, die Leute sich darüber so extrem ärgern und aufregen. Das ist einfach keine Art und Weise, wie man mit Spielern umgeht und das ist die schlechteste Art von Kommunikation, die man machen kann. Also entweder verschweigt ihr was oder ihr postet so prominent, dass jeder die Chance hat, es auch mitzubekommen. Aber diese Information als Notiz in einem Artikel, der eine Woche alt ist, irgendwie zu ergänzen, ohne den Artikel nochmal nach oben zu schieben, Entschuldigung, das ist echt scheinheilig irgendwie. Das ist so, ja, wir haben unser Gewissen beruhigt. Wir haben die Spieler informiert, aber haha, wir wissen ja genau, der Artikel ist auf der Startseite schon so weit nach unten gerutscht, dass er eh nicht mehr aufgerufen wird. Und abgesehen davon, die Spieler, die den Artikel aufgerufen haben, als er neu war, die kommen ja jetzt eh nicht nochmal auf die Idee, den Artikel nochmal zu öffnen, weil sich da vielleicht was geändert haben könnte.
Warum finde ich das so ärgerlich? Also die Punkte habe ich gerade angesprochen. Ich habe natürlich mitbekommen, dass einige von euch im Forum das gelesen haben oder auf anderen Newsseiten darüber informiert wurden, dass diese Nerfs zurückgenommen worden sind. Aber ich habe es genauso erlebt, dass selbst jetzt am Montag, also vorgestern, ich nehme das Video jetzt am 1. Mai auf, die einige von euch im Stream noch darauf reagiert haben, wie die Nerfs werden zurückgenommen. Davon weiß ich gar nichts. Also das ist das beste Beispiel dafür. Zwar sehr stichprobenartiges Beispiel, aber es zeigt auf jeden Fall, dass in keinster Weise alle oder viele oder ein Großteil der Spieler darüber informiert ist, dass diese Nerfs zurückgenommen worden sind. Und es hat halt einfach diesen Beigeschmack. Es geht hier um russische Panzer, die extrem stark im Spiel sind. Die russische Spielerschaft regt sich drüber auf. Komischerweise werden dann die Buffs zurückgenommen. Entschuldigung, die Nerfs zurückgenommen. Und was erwartet ihr denn, was die Leute denken? Kommuniziert doch wenigstens oder versucht doch wenigstens klar und deutlich zu kommunizieren, was die Gründe sind, und speist die Leute nicht damit ab, die Werte von Objekt 430 und 430U nicht geändert und sie bleiben so, wie sie sind, weil die Testergebnisse irgendwie nicht zufriedenstellend waren. Wow, das kann alles Mögliche halt bedeuten. So, hier sehen wir noch die Auswertung zu dieser Runde, die zugegebenermaßen ziemlich gut war. Panzer Ass, Großkaliber, Top Gun für 6 Kills, 5100 Schadenspunkte, genau 1500 Basiserfahrungspunkte, war nicht so viel Heat dabei, 47.000 Credits plus, 1100 geblockt, 1800 ermöglicht noch, Tagessieg 4500 Erfahrungspunkte. So, jetzt habe ich hier mal die russische Seite offen, hier oben seht ihr es, ich habe mit dem Google-Übersetzer das Ganze übersetzt, das ist der Artikel auf der russischen World of Tanks Seite, der am 26.04. erschienen ist, wo die Spieler darüber, also die russischen Spieler, darüber informiert worden sind, dass, wie gesagt, AMX 30, Leo 1 und STB 1 die Änderungen nicht zufriedenstellend sind, dass da weiter getestet wird und dass, wie gesagt, 430 und 430U die Nerfs komplett zurückgenommen worden sind. So, und das hier ist der Artikel, der am 23.04. erschienen ist, mit der Notiz vom 29.04., also vom Montag, wo im Prinzip die Informationen, die hier stehen, hier nochmal wiedergegeben sind. Soweit ja erstmal okay, wenn nicht jetzt das passiert wäre, was ich jetzt schon ausreichend im Video gerade gesagt habe. Wir sind jetzt hier auf der World of Tanks EU-Seite, auf der deutschen Variante. Wir können ja mal spaßeshalber auf die englische gehen. So, vielleicht haben sie es dort ja anders gemacht. Ich bezweifle jetzt aber. Genau. Englische Seite, genau das gleiche. Wir haben also jetzt hier am 1. Mai die Artikel, die jetzt auf der Startseite prominent da sind. Wir gucken mal gerade. Der ist today, yesterday, yesterday. Also am 29.04. ist der hier erschienen. Choose your difficulty wisely. So. Wenn ich jetzt aber auf alle News gehe, dann muss ich im Grunde bis hierhin zurückgehen. Also wie viel Artikel haben wir auf der Startseite? Lass mich mal gucken. Es sind 7. So. Und der hier erschien am Montag. Am Montag wurde die Notiz hier in dem Artikel ergänzt. Zählen wir doch mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt also, der Artikel, wo diese Notiz ergänzt worden ist, war zum Zeitpunkt der Ergänzung dieser Notiz am 29.04. überhaupt nicht mehr auf der Startseite zu sehen. Sondern man muss halt, um ihn zu sehen, auf alle Nachrichten klicken. So, erstens, wer macht das? Niemand. Also sagen wir mal, die aller wenigsten werden das tun. Zweitens, wenn man den Artikel, als er am 23.04. erschienen ist, wie schon gesagt, aufgerufen hat, kommt man überhaupt nicht ansatzweise auf die Idee, diesen nochmal zu lesen. Also Wargaming, wenn ihr sowas demnächst macht, ergänzt es von mir aus in einem bereits vorhandenen Artikel. Schreibt dahinter Update und schiebt diesen Artikel wieder nach oben, dass er auf der Startseite zu lesen ist, dass auch alle das hier mitkriegen. Denn ansonsten ist diese Information hier im Grunde wertlos, weil sie keiner mitkriegt. So, so viel mal zu dem Thema. Ich bin, wie ihr merkt, darüber sehr verärgert. Ich habe dazu auch auf dem Wargaming Discord meinen Unmut
kundgetan. Wargaming weiß, was ich davon halte. Es gab dazu keinerlei Reaktion, einerseits zu meiner Meinung, zu meinem Standpunkt und auch nicht zu meiner Frage, die ich am Wochenende bereits schon gestellt habe, wann diese Information mal den EU-Spielern offiziell zur Verfügung gestellt wurde oder werden soll. Es wurde am 29. getan, aber auf einer Weise, die einfach nicht in meinen Augen akzeptabel ist. Was sagt ihr zu dem ganzen Thema? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.